Ja, also es ist natürlich schon Wahnsinn, auch was jetzt in China, Japan oder wo auch immer momentan für Summen bezahlt werden. Von daher kann man es, glaube ich, auch keinen Spieler verübeln, wenn er das macht. Also ich muss euch ja nicht erzählen, dass ein Fußball auch für Geld spielt und für nichts anderes. Also von daher ist es ein gutes Recht, dahin zu gehen und ich kann nur von mir persönlich sagen, dass es für mich eine super, super Sache war, also die mein Leben auch ein Stück weit geprägt hat, nach Toronto zu gehen. Ich bin da, ich sag mal in Anführungsstrichen, wieder ein normaler Mensch geworden. Man lebt ja schon hier als Fußballprofi, man ist ja schon ein Hype um eine Person. Und da war ich halt für die Fußballleute halt ein Star in Anführungsstrichen, aber für 99,9% der Bevölkerung ein ganz normaler Mensch. Und das hat mich total geerdet wieder und hat mich total wieder, wie ich eben schon sagte, in Anführungsstrichen zum normalen Mensch gemacht. Es ist schon mal wieder schön, wenn man mal nicht in ein Disco reinkommt, weil vielleicht die Schuhe nicht in Ordnung sind oder wenn das Restaurant voll ist, dann ist es voll und dann holen sie nicht aus dem Keller hier wie in Deutschland irgendwo noch einen Tisch und stellen ihn mitten im Raum. Also von daher war das wichtig für meine persönliche Entwicklung. Und für mich stand das Geld nicht im Vordergrund, nochmal nach Amerika zu gehen. Also ich habe auch da wirklich nur in Kinkerlitzen von dem verdient, was da jetzt bezahlt wird. Also von daher, für mich war es eine Lebenserfahrung und ich bin froh, dass ich sie gemacht habe und bereue die auch nicht. Und hätte die natürlich auch gerne länger gemacht, die Erfahrung, aber konnte halt sportlich nicht mehr, also weil ich ja eine Verletzung hatte, auch nicht mehr weiterspielen. Aber ja, bin immer noch sehr häufig in Toronto und war eine super lehrreiche Zeit für mich.